Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. So, erstmal gehen wir die Quest nochmal durch, die wir am Ende der letzten Aufnahmesession gekriegt haben, aus den ewigen Weiten. Jetzt, wo Bekana wieder im Besitz ihres Zauberbuchs ist, erinnert sie sich auch daran, warum sie ursprünglich zu den Schwarzen Inseln gekommen ist. Sie wollte eine Sternschnuppe an sich bringen. Mit Hilfe dieses kleinen Stücks Sternenmetall kann sie einen einzigartigen Zauberspruch aufschreiben. Sie verspricht, die Ergebnisse ihrer Forschung mit mir zu teilen. Bekana ist ganz sicher, dass sich irgendwo in den verschneiten Hallen ein himmlischer Katalysator ein Stück aufgeladenes Sternenmetall befindet. Auf diesen Ort ist vor kurzem eine Sternschnuppe herabgefallen. Vielleicht muss ich also weiter unten suchen. Zur Sammlung vielleicht. Nochmal zurückkehren. Ja, aber wenn dann über... Also ja, die Archive sind weiter unten. Todesfeuer, Archipel. Ich muss eh nochmal die Sammlung. So, noch einmal rasten. Denn jetzt kann ich vielleicht was mit dem Vitrak anfangen, dessen Vertrag ich mir gemobst habe. Würde ich gerne erstmal das zu Ende bringen. Und sonst fällt mir halt nicht ein, wo wir das suchen könnten. Also ja, natürlich durch die Triffin vielleicht bei Whales Titanenkörper. Aber das können wir erstmal sein lassen. Watcher. If I might have your ear a moment. Das warte bis später. Oder? Nee, reden wir gleich mit dir. Lengarf legt deine Hand sanft auf deinen Arm und deutet dir, mit einem Schritt zur Seite zu treten. You saw me arguing with Tain. You should know why. We found a curious document while investigating the Scriptorium. Du hast gesehen, wie ich mit Tain gestritten habe. Du sollst den Grund dafür erfahren. Wir haben bei der Untersuchung des Skriptoriums ein seltsames Dokument gefunden. Its meaning isn't entirely clear to us, but it appears to detail a device instrumental in the creation of Wiles Titan form. The device likely still rests within the Titan. Seine Bedeutung ist uns nicht ganz klar, aber es scheint ein Gerät zu beschreiben, das für die Erschaffung von Wales Titanform elementar ist. Das Gerät befindet sich vermutlich immer noch im Titan. Wenn du mich darum bitten willst, Wales Körper zu erkunden, dann lautet die Antwort ja. Ist das möglich? Mir gefällt nicht, wie sich das anhört. Ihr gestikuliert weiter zu sprechen. Tain believes the artifact is too powerful to remain under Wales' care. And in that we're agreed. Tain denkt, das Artefakt sei zu mächtig, um es in Wales Obhut zu lassen, und darin sind wir uns einig. But Tain's never met an exciting new toy he didn't want all to himself. Aber Tain hat noch nie ein aufregendes neues Spielzeug gefunden, das er nicht für sich allein haben wollte. Tain ist ein Narr. Wir können nicht zulassen, dass er so etwas Gefährliches in die Finger bekommt. Tain ist ein Visionär. Er könnte Großes damit vollbringen. Nachdenklich nicken. We can't let this fall into unscrupulous hands. If you find it, give it to me. I would keep it safe. Wir können nicht zulassen, dass es in die falschen Hände fällt. Wenn du es findest, gib es mir. Ich werde es sicher verwahren. Will you seek it? Wirst du danach suchen? Das werde ich. Was wirst du mit dem Ding machen, wenn ich es für dich besorge? Wenn es bereits hunderte Jahre problemlos hier verbracht hat, kann es doch ein paar Jahrhunderte hier bleiben, oder? Kein Erzmagier sollte Zugang zu solcher Macht haben, Lengarf. Ich mal du. Fragen wir sie einfach mal, was machst du mit dem Ding? Treat it with the utmost care, of course. With the combined knowledge of my predecessors, the danger to myself or others should be minimal. Minimal ist nicht null. Ich würde es natürlich mit größter Vorsicht behandeln. Dank des gesammelten Wissens meiner Vorfahren sollte sich die Gefahr für mich und andere in Grenzen halten. Mhm. Und was ist mit den 100 Jahren? It's no longer a secret.
If you don't retrieve it, someone else will. Nein, das ist kein Geheimnis mehr. Wenn du es nicht findest, wird es jemand anderes. The safety of Aora is my primary concern. You know this. Die Sicherheit Aoras ist mein oberstes Anliegen, das weißt du. Here's the document I spoke of. Hier ist das Dokument, von dem ich sprach. Sie drückt dir eine mitgenommene Schriftrolle in die Hand. Das Gottsamen-Manuskript. Seitenweise schwindelerregend komplexe arkane Diagramme zeigen ein kompliziertes Gebilde aus Kupfer und Stein mit verschiedenen Ebenen von Verzauberung als Intarsien. Montage erforderlich, okay. There's a diagram of the device on the scroll. It appears to be comprised of three discrete pieces. You'll need to find each of them. Auf der Schriftrolle befindet sich ein Diagramm des Gerätes. Es scheint aus drei verschiedenen Stücken zu bestehen. Du musst jedes einzelne davon finden. Okay. Der Samen der Täuschung. Längerhaft bat mich im Körper von Vaneheim, uralten Arkan-Artefakt von Engwiff zu suchen. Ich kann den Körper nicht erkunden, wenn ich keinen Weg hineinfinde. Ich muss mir Zugang zu der riesigen Gestalt verschaffen. Ja, dafür ist die Trephine da. I don't know how her dragons have the patience. Ich weiß nicht, wie ihr Drachen die Geduld aufbringt. Tail schüttelt spöttisch den Kopf über Lenggraf. Immer noch wütend auf Lenggraf. Oh, you're still here. Oh, du bist noch da. Tail lächelt. Glenn and I have our disagreements from time to time. I guess that's to be expected, wherever the circle is concerned. Glenn und ich haben immer mal wieder Meinungsverschiedenheiten. Ich denke, das ist ganz normal, wenn es um den Zirkel geht. Hey, you've done some good work by us. Kept yourself busy. Hey, du hast gute Arbeit für uns geleistet, hast dich reingehängt. Tain schützt die Lippen und mustert dich. Don't you worry about Len. We'll have our differences sorted out in no time and we'll be the best of pals. That's a guarantee from Tain. Keine Sorge wegen Len, wir werden unsere Differenzen schnell beilegen und ihm nur wieder beste Freunde sein. Das ist ein Versprechen von Tain. Dann leb wohl. Hast du noch was zu sagen? Nein. Ich hoffe, du hast Neuigkeiten zu berichten. Sie richtet sich auf. Nein. Very well. Nicht wirklich. Und ja, Versammlung der Echos. Auch wenn es lustig ist, dass der Weg nach oben geht. Da will man gar nicht wissen, wie viele Dutzend Treppen man nach unten gehen oder hochgehen muss, wenn man ins Oratorium will. So, hier ist... Was ist mit dir? Du bist einfach nur eine Leiche, okay. Oder dem Blasebalg-Teil können wir wahrscheinlich auch nichts mehr machen, oder? Nee. Stampf, stampf, stampf durch das Wässerchen. Ich habe halt das Gefühl, der Endboss hier in diesem DLC wird der maskierte Erzmagier sein, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Da ist der Aufzug, Alkoven. Ah ja, die schreiende Grube. Rupau-Gehege. Valiana-Gehege. Leeres Gehege. Ja, da war der Magier eingesperrt. Zur blutigen Kammer. Da war das Kind. Mataru-Gehege. Oh, das haben wir gar nicht fertig reingeguckt. Da liegt noch was rum. Also ja, einmal Speed-Modus anschalten.
Ja, und ich habe keine Ahnung, was es mit dem Plünderer der Visionen auf sich haben soll. Wächterhelm der Huana. Hm. Hier können wir, glaube ich, nichts mehr machen. Den Tisch und die Dinge untersuchen? Nö. Wir könnten hier nur was stehlen, aber... Nee. Plünderer der Vision, okay. Also auf zum Aufzug. Ja, Vitrak-Gemeinschaft. Spinnenbrutstätte, konfisziertes allerlei. Und eigentlich ist es krass, wie das da unten wie eine Stadt aussieht, fällt mir gerade so auf. Ja, also Sixers Nest. Dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Oh, clumsy Kithi, disturb the web. Capture the interlopers. Ja, hi. Ein großer, stachsiger Vitrak steht vor dir. Sein Panzer ist stumpf und grau. Trotz seines hohen Alters hat er nichts mehr mit Rohlichkeit eingebüßt. A free Kithling stalks the nest, thoughtlessly killing Sisak's clutch. What is this one's purpose? Sisak asks. Ein freigestandener pirscht durch das Nest und zerstört gedankenlos Sisaks Gelege. Und zu welchem Zweck, fragt Sisak? Die telepathisch übermittelten Worte des Vitrak werden von einem durchdringenden Kreischen begleitet, der dir die Haare zu Berge stehen lässt. Ich schaue mich nur mal um. Tief traurig kneift Sisak seinen Kiefer zusammen und sein Steinkopf senkt sich enttäuscht. The Kith is a meal escaped from the Hoarder's nest. This one should have thought as much. Der gestanden ist nichts als eine leckere Mahlzeit, die dem Nest des Sammelwütigen entkommen ist. Das hätte meine Wenigkeit gleich denken können. Tender, juicy intruder cannot leave. Sisak must end its trespass. The contract says. Der zarte, saftige Eindringling darf nicht weggehen. Sisak muss seine Übertretung beenden. Das ist der Vertrag, sagen. Es gibt keinen Grund, warum dies in Gewalt enden sollte. The Kith seems confused. Sisak will humor it. Der Gestandene scheint ein wenig verwirrt zu sein. Nun, Sisak wird ihm das nicht übel nehmen. The sightless eye watches over Sisak's clutch. Loves Sisak's clutch. Gives this one fruitful layings and sweetest, juiciest morsels to eat. In exchange, Sisak kills the Kith intruders. Das blinde Auge wacht über Sisaks Gelege, liebt Sisaks Gelege. Es verschafft bei der Fähigkeit fruchtbares Eierlegen und die süßesten, saftigsten Bissen zum Essen. Das ging erst und dafür tötet Sisak die gestandenen Eindringlinge. But soon, Sisaks clutch will leave. This one needs only wait until the hoarder is grown thick and strong and screaming. Aber Sisaks progenitor. Even signed stupid, flimsy Kith paper that says so. Aber schon bald wird Sisaks Gelege sich leeren. Meine Fähigkeit muss einfach nur warten, bis der Sammelwütige ausgewachsen ist, groß und stark und kreischend. Sisaks Vorfahr hat sogar diesen blöden, hauchdünnen Fetzen Papier unterschrieben, der genau das besagt.